Okay, die hauen wir jetzt mal hier raus. Setzen die ganze Geschichte hier eins nach vorne. Ach so, halt. Muss ich natürlich den Kies auch mitnehmen, in Hoffnung, dass es jetzt kein Feuerstein geworden ist. Toi, toi, ist es nicht. So. Dann kann das hier alles noch schön grün werden und das hier setzen wir noch so ein bisschen ab mit. Ja, da wird es doch so ein bisschen pyramidenförmig, aber das ist vielleicht nicht so schlecht. Sieht immer noch schöner aus als vorher, dieses Durcheinander da oben. So. Haben wir noch ein bisschen Erde? Ja, klar. So, und da ist das hier nämlich alles schön geradlinig. Und hier ist dann der Eingang ins Innere zu meiner Bibliothek. Hier, wie gesagt, würde ich schon mal ein bisschen anfangen mit den Cobblestone zu experimentieren. Weil ein bisschen haben wir ja noch davon da. Das hier wird ja dann ohnehin Kies. Müssen wir dann natürlich noch irgendwo herholen. Und hier oben, das machen wir auch Cobblestone. So. Okay. Viel weiter würde ich dann auch nicht gehen. Key ist auf jeden Fall noch für den Eingangsbereich als Untergrund. Und Cobblestone technisch, naja. Muss ich nochmal sehen, wie wir es am besten einbringen. Weil bis ganz nach vorne natürlich nicht ganz. Weil hier soll die Erde ja schon noch ein bisschen erkennbar sein. Also reicht das eigentlich hier schon. Den Kies bis hier hinter und den Cobblestone bis hier vor. Hier oben von mir aus noch die eine Deckenecke. Cobblestone, das kann ja noch Erde werden hier. Damit das noch ein bisschen authentischer aussieht. Sand soll es dann hier gar keinen mehr geben. So, und das wird dann eh alles noch grün. Dann kommt das sowieso noch eine Spur geiler. Hier, das mache ich jetzt zum Beispiel auch noch als Erde. Weil der Absatz, der soll dann noch erkennbar sein hier. Dass eben nicht ganz so viel gekünstelt wurde. Sprich, hier kommt dann alles noch Erde hin. Die Welt soll ja auch ein bisschen grüner werden. Weniger Sand, mehr Gras. So, das heißt hierhin, 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 alles samt Erde. Und hier der Übergang, das haut genau hin. Wunderbar, da haben wir es. So, hier hinten, ja, das war ja so ein bisschen zum Durchlaufen noch, deswegen hatte ich den Zaun hier nur so hingestellt. Würde ich trotzdem verändern, dass hier der Zaun meinetwegen hier so weitergeht. Also die Erde beispielsweise hierhin, der Zaun ganz einfach dort hinten abschließt. Das jetzt gar nicht hier so ultimativ übertrieben wird. Wo ist denn jetzt die Fackel hingeflogen? Ach, da oben schwebt sie. Ja, dass halt der Zaun hier so weitergeht. Und die Fackel. Ja, die Fackel. Das werde ich alles nochmal ein bisschen umformieren. Ganze Holzbank setze ich noch mal ein Stück um, dass es ein kleines bisschen mittiger wirkt dann.
Haben wir hier genau in der Mitte? Natürlich nicht ganz. Aber spielt ja auch keine Rolle. Wenn man jetzt beispielsweise sagen, man würde. Man würde es einfach so machen, dann geht es ja auf. Dann haben wir links und rechts jeweils zwei. Ja, und die Fackeln, mein Gott, die stellen wir halt hier mit hin. So. Na, ist zwar nicht genau mittig, aber vielleicht können wir den Berg dann links und rechts auch noch ein bisschen verbreitern. Ist gar nicht so weit hergeholt. Könnte man eigentlich machen. Den Berg einfach hier an den Enden noch ein Stück weiter setzen, dass das vielleicht dann alles mal, ja, ein ganz kleines bisschen mittiger wirken lässt. So, weißt schon, wie ich meine. Das, was dann hier alles noch so ein bisschen verbreitern, ungefähr so von der Fläche her wie auf der anderen Seite. Ja, ist ja schon fast. Und hier, ja, das ist schon ungefähr so die Fläche jetzt. Viel größer muss es nicht sein. Ja. Gut, ist jetzt improvisieren wieder. Noch mal ein bisschen Unterwasserarbeiten machen. So. So, und dann im Laufe der Zeit, wenn wir dann mal wieder noch ein bisschen Erde haben und ein bisschen Lust haben, können wir das ja hier noch ein bisschen anpassen und abgleichen. Wichtig ist jetzt erstmal, dass der Stamm ungefähr so ein bisschen stimmt, das Grundprinzip. Jetzt sehen wir auch schon, das wirkt ein bisschen mittiger mit dem ganzen Turmgebilde da oben. Und es ist allgemein ein bisschen wohnlicher geworden. So. Ah, das dazu. Okay. Ja. Jetzt bin ich gerade out of business, weil ich nicht weiß, wie es weitergeht. Ich schaffe erstmal ein bisschen Zeug ins Lager, was ich jetzt definitiv gerade nicht mehr brauchen werde. Cobblestone zum Beispiel. Ja, und auch die ganzen Mauern hier, das waren vielleicht wirklich ein bisschen zu viel, die ich da gebaut habe. Ist auch erstmal egal. Ach, hier haben wir noch richtigen Bruchstein gehabt, okay. Der kommt dann erstmal hier oben rein. So, Erde. Hatten wir jetzt nicht mehr, aber Sand und Kies. Und Kies und Sand. Holz, Sandstein, alles noch dabei. Was ist denn hier oben noch gewesen? Glas, stimmt. Holz. Ja, den Zaun nochmal hier mit dazu. Und die Holzbretter nochmal hier mit dazu. Hier habe ich doch noch Erde. Mensch. Ein paar Setzlinge habe ich hier noch. Ein paar Samen. Die werde ich auch mal ein bisschen anders untergliedern. So. Eine Blume. Hier haben wir noch ein bisschen Holz, sehe ich gerade. Das flattern wir noch mit hier in die Kiste rein. Natürlich dann entsprechend so rum. Fichtenholz, Akazienholz und Birkenholz. Genau. Okay. Und dann war's das auch erst einmal wieder. Wunderbar, hat Spaß gemacht. Wir sehen uns in Bälde wieder. Euer Wolfi. Bis zum nächsten Mal bei Minecraft. Ciao, ciao.